Ich bin Dennis Kölling, ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere Global History im Master an der Freien Universität und habe meinen Bachelor in Nordamerika-Studien am John F. Kennedy-Institut der Freien Universität gemacht. Ich war im Jahr 2013, 2014 über das Direktaustauschprogramm der Freien Universität in Kalifornien an der UC Santa Cruz und habe dort ein Semester verbracht. Also ich habe sehr viel gelernt, allein dadurch, dass das Tempo anders war und dass man sich darauf erstmal einstellen musste. Ja, mein absolutes Highlight während des Austausches war tatsächlich dann eher nicht akademisch, weil ich bin zusammen mit Freunden die Route 1 an der Küste Kaliforniens runtergefahren, während meines Austausches. Und das ist tatsächlich ein sehr atemberaubendes Erlebnis gewesen, was man so sicherlich auch nicht jeden Tag hat. Und das war sehr toll. Ja, ich würde definitiv einen Austausch über das Direktaustauschprogramm auch anderen Studenten empfehlen. Gerade weil die FU da auch ein sehr, sehr weit gefächertes Programm anbietet in viele, viele Länder. Ich war jetzt nun in den USA, aber das Angebot ist ja wirklich sehr weitreichend. Internationalität im Alltag an der FU findet man eigentlich zumindest in meinem Studiengang überall, gerade dadurch, dass Global History sowohl der Master Global History als auch der Bachelor Nordamerika Studien natürlich sehr international angelegt ist. Ich habe sehr viele Freunde, die auch aus den USA hier sind, die aus Großbritannien hier sind, die aus Italien hier sind, die aus allen möglichen Ländern hier studieren.